Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge, war Colin ein echter Held. Und das ist sehr beeindruckend, aber jetzt sollten wir den Colin vielleicht lieber retten. Es eilt sehr, deswegen war die Pause eigentlich eher unangebracht, aber naja, man braucht halt seine Pause. Das ist einfach so. Gut, so, wo ist der Typ? Oh wait, ist das die Situation? Oh, ich glaube, ich erinnere mich an das Ding. Ich glaube, ich erinnere mich daran. Wir müssen den jetzt hinterher. Und dann wird es Zeit für das Battle. Komm her! Das klingt so dumm. Oh, holy shit. Die haben Feuerpfeile. Komm ich an den ran? Ich komm nicht an ihn ran! Sorry. Ich habe nur ein Ziel. Ich finde auch gut, dass meine Feuerpfeile das einfach aushalten. Oh, really? Yes, ich hab ihn. Gib mir meinen Colin zurück, du Penner. Wait. Wait. Jetzt kommt das? Ihr seht es mir nach, ich weiß, das ist wieder sehr antiklimatisch. Wir speichern jetzt genau an dieser Stelle, weil ich weiß, dass man hier sehr einfach verkacken kann. Seht ihr? Hier kann man sehr einfach verkacken. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das machen muss. Ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Ich weiß, dass ich ihn irgendwie mit dem Schwert treffen muss. Ein einziges Mal reicht, aber ich bin mir nicht sicher, wie das ging. Ich meine, wir haben ja die Fee. Das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht mehr, wie ich das machen muss. Kann ich vom Pferd absteigen oder ist das gescriptet, dass ich hier nicht vom Pferd absteigen kann? Ne, ich kann hier nicht vom Pferd absteigen. Okay. Ich brauche ordentlich Speed, dann komme ich an ihm vorbei. Jetzt lass mich mal überlegen. Ich werde das rote Elixier nehmen. Weil ich die Fee lieber behalten will. Weil die Fee hilft mir halt immer. Selbst wenn ich gerade nicht die Zeit habe, ein Item einzusetzen. Das rote Elixier ist ein bisschen schwieriger. So, das hat er jetzt davon. Thank you.
Stroh. Und die anderen? Dann ist ja gut. Betty, entschuldige, ich wollte dich nicht schubsen. Ich hab's jetzt endlich verstanden. Papa hat immer gesagt, ich soll ein starker Mann werden, so wie du, Stroh. Es geht aber nicht nur um Kraft, sondern auch um Mut. Stroh, du hast mich gerettet, oder? Sozusagen. Unglaublich. Stroh. Du könntest sicher auch den Goronen in ihrer Mine helfen, oder? Also man kann es sagen, wie es will, es gibt saumäßig viele Cutscenes in dem Game. Es gibt echt zigtausend. Ja, hätte ich mein rotes Elixier ja gar nicht gebraucht, hätte ich gewusst, dass ich den nächsten Schlag naile. Und vor allem, dass ich nicht wieder von vorne anfangen muss. Ich finde diese Battles, finde ich, ziemlich schwierig. Die sind echt weird. Aber ich glaube, in Zukunft wird das besser, weil in Zukunft werden wir ein anderes Item haben. Und mit diesem anderen Item können wir die, glaube ich, einfacher machen. Ich weiß, dass es noch mindestens einmal so ein Battle gibt, wo wir auf einer engen Brücke reiten und dem bösen Fettwanst auf der Gegnerseite ein Schwert in die Fresse hauen. Zumindest ist das so gedacht, glaube ich. Anyways, was geht mit dir? Das war ziemlich... Also, tut mir leid, da musste ich ja echt kichern, wie du versucht hast, ihn sofort irgendwie wegzutragen, Dings. Und es nicht geschafft hast, weil du eine Weichei bist. Wie toll Team von Colin. Dabei ist er doch sonst immer so ein Feigling. Aber er wird doch gesund, oder? Oder? Das weiß ich ja nicht. Aber ich meine, er hat es nur euretwegen getan. Also, ne? Wenn er stirbt, dann ist es eure Schuld. Ich frage mich, wo Maro sich herumtreibt, dass er nicht einmal bei einem Krankbesuch bei Colin macht. Er ist in den Laden gegangen und hat gesagt, er will sich da was aufbauen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Soll es auch mal den Kopf waschen. Wasche ihm den Kopf. Oh nein. Wird der Laden jetzt von dem Oh Gott. Von allen Händlern, die man haben will, ist er der Letzte. Oh je. Ey, das ist doch keine Selbstbedienung hier. Das sind sehr wertvolle Waren. Wenn du etwas davon brauchst, komm später und kaufe es. Ich habe diesen bankrotten Laden hier übernommen. Du solltest auch etwas kaufen. Es kommt schließlich allen hier in Kakariko zugute. Oh, das ist ja nice. Nehme ich. Nee, warte. Ich nehme erst den gescheiten Schild. Endlich mal Geld ausgeben. Nice, jetzt haben wir den Hylia-Schild. Der ist doch schön. Damit können wir jetzt gut verteidigen. Du hältst den Hylia-Schild, drücke L, um ihn zu verwenden. Er ist aus Eisen und hält auch den Flammenstand. Oh, den hast du doch schon gekauft. Das war mein letzter. Pass also gut auf ihn auf. Ja. So schnell können wir die roten Rubine in den Dungeons wiederholen. Das ist doch schön. Sehr schön. Dann ist es ja alles egal. Ein Held kann ich zwar nicht werden, aber immerhin gebe ich den Leuten in meinem Laden, was sie wirklich brauchen.
Dir auch noch viel Erfolg und so ein Scheiß. Ist das dumm. Alter, das könnt ihr euch doch nicht. Also, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, oder? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Muss da mal kurz hier dem Helden eine echte Ehre werden. Und das Holzschild, das lassen wir mal im Inventar für den Fall der Fälle. Na gut, gehen wir mal. I guess wir können hier sonst nichts anderes tun. Das ist aber, wie dumm es ist, ey. Wie dumm es ist, dass ausgerechnet dieses Drecksgirl jetzt einen Laden hat. Wobei der ja gar nicht so schlimm ist. Er hier, er ist der Teufel. Er ist schrecklich. Er ist das Arschloch. Aber ich glaube, so langsam fängt er an nachzudenken. Von daher will ich ihn nicht zu sehr fertig machen. Also eigentlich schon, aber ich lasse es mal lieber. So, wo ist Colin? Wir gehen zuerst zu Colin, das ist das Wichtigste, dass es dem gut geht. Na? So. Wo ist er? Wo ist der kleine Colin? Ist der nicht hier? Shit, er ist nicht hier. Ich glaube, er ist auf dem Friedhof. Da gehe ich nicht nochmal hin. Da falle ich nicht nochmal rein. Ich weiß nicht, ob auf dem Friedhof noch irgendwie ein Herzteil ist oder so. Aber mir wäre jetzt nicht bewusst, dass wir irgendwie die Möglichkeit hätten, es zu finden, selbst wenn da jetzt was wäre. Weil ich meine, sowas wie eine Schaufel haben wir ja nicht, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwelche Leichen ausgraben will oder so, aber... Huh. Ich würde nochmal in den Bombenladen gucken, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wir Bomben vor den Geroden kriegen. Wenn es hier den Laden gibt, dann muss es doch da die Möglichkeit geben, Bomben zu kriegen. Und ich meine, wenn sogar der sich mittlerweile einen fetten Laden gebaut hat, der kleine Maro, dann hat auch der Große hier seine Bomben wieder, oder? Der ist doch viel, viel effizienter und effektiver und sowas. Er ist nicht da. Da oben ist er. Hi. Ah, du bist es. Hab noch einiges zu erledigen, bevor ich den Laden wieder aufmachen kann. Aber ich kann nichts machen, solange die Rohstoffe nicht da sind. Normalerweise haben die Goronen mich immer beliefert, aber jetzt... Scheiße, Mann. Ungünstig. Diese verfluchte Goron, die soll endlich wieder liefern. Ich brauche meine Rohstoffe. Okay, damit ist bestätigt, dass wir die Bomben nicht vor den Goronen kriegen. Das ist sehr schade. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über ihn die Bombentasche kriegen und darüber auch die Bomben. Alles andere würde mich wundern. Ich frage mich, ob die Bomben vielleicht das Dungeon-Item sind oder so. Also die Bombentasche besonders. Ich weiß es halt nicht mehr, ne? Wer des Herzens nicht ehrt? Ich meine, ne? Ich weiß es nicht. Hier drin ist eh wieder nix. Weil was soll sich hier auch ändern, ne? Dann können wir uns jetzt eigentlich aufmachen. Hä? Hier ist noch eine? Also, wir lassen es einfach wieder frei, weil wir eh schon eins haben. Aber es gibt uns ein Herz dafür, dass wir es freilassen. Oh, wie lieb. Ja, okay. Also dann, es wird Zeit, mit den Goronen zu wresteln und denen zu zeigen, dass ich ihr Vertrauen verdient habe, weil ich ein cooler, starker Mann bin. Wollen wir mal in das Inn reingehen und mal gucken? Ich würde mal interessieren, hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht drin, ne? Ob hier überhaupt irgendwas kostenlos zu holen ist oder so, ne? Aber Geld will ich ja jetzt nicht bezahlen. Nee. 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 Ha. Sieht nicht so aus, als ob hier noch jemand wäre. Ach so, hier ist der Colin. Uiuiui. Um Colin musst du dir keine Sorgen machen. Ich kümmere mich schon um ihn. Wenn du zum Berg der Goronen gehst, werde ich ihn schon wieder gesund pflegen. Oh, ich glaube, da entsteht was zwischen den beiden. Alles in Ordnung, er schläft nur. Wenn er sich weiter gut ausruht, wird er bald erwachen. Und die beiden pflegen ihn ausgezeichnet. Hey. Ihr beiden, geht gefälligst ein bisschen behutsam mit ihm um, ja? Geil. Naja, von zwei hübschen Mädchen gepflegt zu werden, da ist der Colin bestimmt glücklich. Stroh, du wirst jetzt wirklich zu den Goronen gehen? Dass du das für uns tust, das ganze Dorf steht tief in deiner Schuld. Das ganze Dorf sind zwei Leute. Just saying. Ich kümmere mich um Colin. Mach dir bitte keine Sorgen. Drei Leute, wenn man dich mitzählt.
Okay. Ich gehe mal davon aus, dass der Colin hier wieder gesund und munter wird. Wir nehmen die Abkürzung. Einfach runterspringen. 3 Meter in die Tiefe. Was soll da schon passieren? Na? Und dann würde ich sagen, habe ich genug getrödelt. Wir haben mit dem Alten gesprochen. Wir haben mit allen Kindern gesprochen. Wir haben mit dem Priester gesprochen. Ja, da ist nicht mehr viel sonst. Ja, die paar Meter kann ich jetzt auch ohne Sissy laufen. Das ist jetzt nicht das Problem. So, wie ist denn das jetzt? Wo ist das auf der Karte? Moment. Ah ja, okay. Also hier sieht man wieder, das ist einfach nur so ein Zwischendurchgang. Okay. Das haben sie aber auch klug gemacht. Also falls ihr euch wundert, warum das hier so zweigeteilt ist, das wird technisch wahrscheinlich so sein, dass das hier ein extra Abschnitt ist. Also genauso einer wie der da. Und wenn man, solange man sich in diesem Abschnitt befindet, wird dieser Teil der Karte geladen. Und sobald man wechselt auf diesen Abschnitt, wird hier die Ebene von Hyrule, das ist die hier, wird geladen. Und hier oben nämlich hatten wir, auf dieser Brücke hatten wir unseren Fight gehabt. Genau. Soweit ich das gesehen habe. Interessant, dass die Ebene von Hyrule, dass die gar nicht hier in der Mitte ist. Ich hätte die eher hier vermutet dann. Okay, krass. Okay, aber unser Ziel sind jetzt die Goronen. Also dann. Ich sollte... Achso, ja, okay, zu spät. Ich wollte noch schnell die Eisenstiefel ausrüsten, aber okay. Muss ich da jetzt mit Eisenstiefeln schon hochklettern? Es wird sich Zeit. Kann ich mit Eisenstiefeln überhaupt hochklettern? Oh, holy fucking shit. Erstmal ein bisschen Muckitraining, lieber Link, ne? Oh mein Gott, bin ich ein böser Quäler. Er tut mir fast leid, der Link. So, jetzt gibt's aber auch die Fresse, gell? Was? Ich meine, was? Du schon wieder? Du kannst kommen, so oft du willst. Es nützt dir doch nichts. An mir kommst du nicht vorbei. Ja, 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 ja. Holy shit! Easy. Wer des Herzens nicht ehrt. Ich glaube, von hier werden wir jetzt immer wieder attackiert. Ja. Da muss man mal wieder aufpassen. Hier werden wir immer wieder attackiert. Und wenn wir erwischt werden, müssen wir, glaube ich, von vorne anfangen. Es ist ja schon ein lustiges kleines Minispiel. Und weg mit euch! Ah! Easy. Ich frag mich, ob da noch einer kommt. Also, wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde, ob da noch mal einer kommen würde. Also ja. Ist das dumm. So, da sind wir. Moment. Wir sind noch nicht im Dorf hier. Stimmt, da geht's noch weiter. Oh. Fuck! Oh. Das sind... Ich erinnere mich. Hier kommt doch bestimmt noch ein Gorone. Wetten? Ich traue euch das nicht. Ich traue euch hier nicht. Hier kommt doch noch ein Gorone. Der müsste zwar bergauf rollen, aber das ist... Okay. Vielleicht kommt hier auch einfach kein Gorone mehr, sondern ich werde jetzt gleich von einem Meteoriten erschlagen. Das ist natürlich ähnlich gut.
Die machen jetzt wahrscheinlich Alarmstufe rot. Wetten? Komme ich hier irgendwie durch? Ohne, dass mich hier irgendeiner sieht. Oh, shit. Ich weiß, dass ich jetzt gleich wieder das Ziel von einem Meteoriten werden werde. Oh, nee, doch nicht. What? Verdammt, das ist ja mal wieder unheimlich. Wahrscheinlich eine Art traditionelle Begrüßung am Feuerberg. Wait, du willst mir sagen, dass das von den Garonen kommt? Oh, das war nicht schön. Bitte mach dich nach oben und am besten so schnell, dass uns die Teile hier nicht mehr treffen. Danke dafür. Wait. Okay, da komme ich nicht weiter. Wo muss ich dann weiter? Muss ich den jetzt auf die Fresse geben? Komme ich hier irgendwo hoch? Kann ich da hochklettern? Ne, da kann ich nicht hochklettern. Das ist... Nope. Ich muss wohl mit dem wresteln scheinbar. Okay, ich sollte vielleicht lieber wresteln gehen. Oh, ich weiß, was ich tun muss. Stimmt. Das musste ich tun. Und dann kann der mich nicht auch hochschleudern. Genau. Wenn man das nicht mit denen hier macht, dann gucken die blöd. So war das gewesen. Ich erinnere mich. Hui! Wie ist denn das? Hier kann mich kein Meteorit treffen, oder? Normalerweise nicht. Ich frage, ob es einer von denen ist, die niemals ausgehen. Weil dann kann ich mich nicht weiter. Dann bin ich hier falsch. Dann müsste ich nochmal runterfallen und einen anderen Weg gehen. Hm. Aber wisst ihr was? Das machen wir nicht jetzt, das machen wir in der nächsten Folge. Falls euch die hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Die Garonen, was wollen sie tun? Wir sind der Mensch, der ankommt und ihnen auf die Fresse gibt und dann gucken sie blöd. Hahaha. Well dann. Falls euch die Folge gefallen hat, gerne liken, kommentieren. Auch abonnieren, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis demnächst. Tschüss.